befinde mich hier, wie ihr unschwer sehen könnt, unmittelbar vor meinem Tresor. Ich hatte vor längerer Zeit schon ein Video gemacht, und zwar ging es da um das Thema, wie kann ich verhindern, dass meine Waffen im Tresor anfangen zu rosten, zu gammeln, schimmeln, was auch immer. Problem bei sowas ist natürlich immer Luftfeuchte. Man kann das nie so 100% pauschal sagen. Es gibt ja, glaube ich, auch kein wirkliches Patentrezept dafür. Ich bin bislang soweit nach wie vor gut damit gefahren, meine Waffen, wenn ich weiß, ich werde sie längere Zeit nicht verwenden, mit einem leichten Ölfilm zu überziehen, immer schön auch innen drin mit Öl zu versehen. Und ich hatte damit bislang noch nie irgendwelche Schwierigkeiten, dass eine Waffe bei mir irgendwo angerostet wäre. Es kann aber durchaus Situationen geben, wo das eben nicht so gut funktioniert, weil halt dort ständig wechselnde Klimaverhältnisse sind, will ich mal sagen, dass halt relativ hohe Luftfeuchte ist, die nur schwer wegzubekommen ist. Natürlich kann man jetzt auch rausgehen in den nächsten Baumarkt und holt sich so einen Katzenstreuentfeuchter à la Mellerud. Was ich persönlich, der André von Lassen Sie es krachen hat es ja vorgestellt, nicht unbedingt empfehlen würde, da Nummer 1 diese Dinger relativ groß und sperrig sind im Tresor und Nummer 2 sie fangen das Wasser in einem Bottich auf. Das heißt, ich habe einen Behälter, da ist eine Art Sieb oben drin, da lege ich dieses Granulat in einen Beutel drauf und habe dann einen Deckel oben drauf. So, und dieses Granulat entzieht der Luft die Luftfeuchte und sammelt es dann unten in diesem Pott. Das heißt, das Wasser bleibt eigentlich im Tresor drinne, egal was ich mache. Vor einiger Zeit schon hatte ich ja diverse Waffenpflegeprodukte der Firma Schlätek vorgestellt. So auch neulich so beim Durchgehen, ich gucke immer mal wieder bei den Herstellern und Vertrieben, mit denen ich ein bisschen zusammenarbeiten kann, ob es da irgendwelche neuen Produkte gibt. Und da ist mir dann ein Produkt ins Gesicht gesprungen, wo ich gesagt habe, das könnte man ja mal probieren. Wie gesagt, ich persönlich habe jetzt keine wirklichen Probleme mit dem Thema Flugrost oder Rost im Tresor, aber andere haben das Thema. Vielleicht die in einem nicht beheizten Keller das Ding stehen haben, draußen in der Garage oder vielleicht in einem Mietobjekt, wo vielleicht der Tresor im Kellerverschlag steht oder vergleichbar. Ich hatte dann die Firma Schlätek gebeten, mir ein Produkt zu schicken. Und zwar, das ist kein Schlätek eigenes Produkt, sie vertreiben das lediglich mit. Und zwar ist das der Thoma Safe Dry. Safe Dry ist eine Mischung aus verschiedenen Mitteln in einem Beutel drin, die der Luft das Wasser entziehen. So, sehr schön dabei ist, dieses Produkt hat auch einen Indikator, dass man weiß, wann dieser Beutel einen Sättigungsgrad erreicht hat, dass er regeneriert werden muss. Richtig, dieser Safe Dry ist regenerierbar und zwar laut Herstellerangabe ohne Einschränkung. Das heißt, keine Einschränkung der Regenerierungshäufigkeit. Zum Regenerieren, wenn der feucht ist, nehme ich ihn einfach, lege ihn auf die Heizung, bis er ein gewisses Gewicht wieder erreicht hat und fertig. Wir packen das ganze Ding mal aus, denn ich werde jetzt eines machen, das heißt, es wird zu diesem Video einen weiteren Teil geben. Wir packen das ganze Ding mal aus und legen es bei mir in den Tresor. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich das ganze Ding entwickelt. Und mal gucken, wie das Ding hier aufgeht. Also es wird geliefert in einem vakuumierten Beutel. Dann sieht man auch hier, das ist ein mit Ton und was auch immer alles gefülltes Paket. Und ja, das müssen wir dann mal aufmachen. Ich hole mal gerade ein Messer. So, jetzt habe ich mal meinen alten Begleiter, meinen Schweizer Taschenmesser geholt und dann packen wir das Teil mal aus. So, und zwar laut Herstellerangabe ist es so, das schwarze Entfeuchterkissen und den Indikator aus dem Folienbeutel nehmen. So, das ist der Beutel. Wir haben das Teil entnommen und das ist der Indikator. So, dann der zweite Punkt, den Indikator mit der bedruckten Seite nach außen auf der Schachtelrückseite in den schmalen Schlitz schieben. Der blaue Punkt ist dann im Fenster zu sehen. Stellen wir mal an, die meinen, so, jetzt irgendwie angeklebt werden soll oder was. Dann das Entfeuchterkissen zurück in die Schachtellegung. Darauf achten, dass die Fließseite durch die Feuchtigkeit dringt, auf der Seite mit den Löchern liegt.
So, das heißt, wir nehmen wieder den Beutel und packen den gemäß der Anleitung hier wieder mit rein. Also das mit dem Indikator habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wir legen den jetzt einfach mal gesondert dahin. So, und dann schließen wir das ganze Ding. So, ich habe hier schon mein Datum hier drauf geschrieben. 23.11. ist Start. Ich stelle das Ding jetzt einfach hier, ihr seht es, in meinen Tresor und ich lasse den jetzt, sage ich mal, eine Woche mal da drin stehen und dann gucken wir mal, was passiert ist. Es bleibt spannend. Dieses SafeDry-Paket kostet bei Schlätek 11,95 Euro und damit, soweit ich weiß, sogar günstiger als diese Mellerod-Lösung. Sie ist kompakter, einfacher und kann sehr, sehr einfach im Tresor untergebracht werden. Wie gesagt, ich bleibe hier am Ball und dann werden wir mal sehen, was dabei rumkommt. Wir sehen uns beim zweiten Teil dann.